Hallihallo und willkommen bei Fortress Craft the Wolf mit Andri. Hallo. Meiner Wenigkeit. Tibra. Ja, wir waren brav. Ja, wir waren brav, haben die ganzen Materialien ausgeladen und eingefüllt und angefüllt und ja. Ja, und jetzt die unbekannten Projekte. Ja, die unbekannten Projekte. Lernst du gleich alles, meines auch mit? Ich lerne gleich deine auch mit. Also, ist ja gemeinsam, also unterscheidet ja. Dann nicht, wie es. Stimmt, ja. Für zwei große fehlt mir jetzt die Energie. Wir haben eins mit 30, eins mit 35 Punkten und eins mit 40. Das dürften die zwei Kristalle sehr und cool. Das die Biomasse sein. Sehr cool. Bei mir sind die Kristalle noch nicht gelernt. Ich habe noch ein Fragezeichen. Einer fehlt noch, ja. Das sind die Kristalle, glaube ich. Eines habe ich gerade gelernt. Gut, dann gehe ich mal auspacken, was ich nicht brauche. Ja, bei mir ist schon alles da, das heißt ein violetter Kristall fehlt noch. Der fehlt noch. So, ein bisschen. Gleich ist es soweit. Er lädt gerade die Energie auf. Und jetzt. 131 Punkte. Jawohl. Jawohl, da kann man wieder ein bisschen was machen. Jupp. So, die Biomasse, die da geht was. Saftresin kann man wegtun, da kommt jetzt der lila Kristall hin. Das tue ich da runter, da tue ich die Biomasse dazu. So, schauen wir mal, wo wir noch was runterkriegen. So schnell ist man wieder auf 58 Punkte herum. Na schön. Aber 58 ist auch nicht so schlecht. Das war schon jede Menge zum Lernen. So, dann schauen wir gleich mal, was wir für den Hardmode-Maschinenblock. Vorher räumen wir da aus. Das ganze Zeug raus, was wir da erinnern haben. Die Pflanzen. Zum Beispiel. Ja, ich gehe ein bisschen klumpert in die Bastelmaschine da füllen. Bastelmasse-Erzeugung. Mhm. Ah, da ist einiges zum Entnehmen. Sehr nett. So, dann würde ich sagen, packen wir. Okay, ich bin ganze 3 Sekunden weg, Fenster zu machen, es regnet. Oh. Ja, stimmt. Das hätte ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Aber wenn es uns die Tibra sagt, dann drücken wir auf den Knopf. So, bin schon wieder da. Wir haben gerade ein Donnerwetter. Donnerwetter haben wir öfter. Nein. Ist nicht wahr. Du vielleicht, ich nicht. Was soll das? So, schauen wir mal, wo wir das da einpacken. Und zwar. So, und gleich ausräumen, ne? Das gehen wir da rein. Das kommt daher. Dann haben wir als nächstes den da. Ah ja, wir haben ja noch die Kristalle. Wo sind unsere Kristalle? Ganz oben. Ah, da sind sie. Jetzt zeigt er mir es an. Flop. Ja. Flop. So ein Wetter nennt man auch Autowaschen. Also meines steht in der Garage, aber deins. So, das kommt mal rein, dann haben wir das da. 300 Storage Hopper. Das da. Die sollten reichen. Das da, so. Hm? 296, ups. Und den Rest kühlt man jetzt einfach unten dazu, weil sonst wären wir da nicht fertig. Nicht in dieser Folge. Naja, mittlerweile ist schon wieder einiges an Zeug da drinnen. So. Gut.
Aber jetzt gucken wir mal, was wir brauchen für den Hardened Machine Assembler. Und zwar ist er der Hardened Block Assembler. So, Gold, Titanium und Nickel. Das sollten wir ja haben. Ja. Dann craften wir mal einen. Ich gehe auch schauen, craften, wo du das hinbaust. Crafting. Crafting. Und zwar benötigt ihr. Ui, die sind auch schon wieder voll. Wenn ich mich richtig erinnere. Bin ich aber jetzt Nickel gespannt. Nickel und Titanium, ja genau. Nickel und Titanium braucht er. Dann stellen wir da einen dran. Da einen dran. Da ein Fließband. Ich bin sehr aufmerksam. Da ein Fließband, da ein Fließband. Remove only. Da ist ja gar nichts drin. Im Nickel. Ja, weil wir zu wenig haben momentan, das ist ausgegangen vorher. Oh, Moment, ich muss dann soll gleich ich. Ich habe 1800 Nickel, ich lege was rein. Ja, du kannst ein, zwei anfüllen. Aber ich glaube, er braucht auch noch Energie. 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 Und die holen wir uns von da drüben. So, so wie wir das für die anderen da aufgebaut haben. Wie gesagt, das Ganze da ist ein Provisorium. Mhm. Wird nicht so bleiben. Ist einfach nur jetzt da einmal für die schnelle so Produktion. Hast du Fließbänder? Wie viele brauchst du denn? Ich habe genau 13. Ja, ich baue schon. 3, 4, 5 würde ich sagen, stellen wir dann mal auf. Mhm. Ups. Gut. Dann den da dran. 500, der braucht 500 Power. Und jetzt ich den Ofen, da kommen wir wieder. Nickel ein. Mal kurz. Ja, Nickel. Ja. Schauen wir mal, was der Ofen so braucht nochmal. Oder was der Speicher dann Energie. So. Ich brauche nicht, das weg. Und her damit. Bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob das relativ viel war oder eher wenig. Aber egal. Also Energie braucht, gell? Ja. Soll ich mir so eine ganze Säule aufbauen, wie wir es da drüben haben? Ja. Oder soll ich mein Laser rüber? Nein, ich baue ihm so eine Säule her. Eine Säule. So. Das war eines zu viel, weil wir müssen einen Pyrothermik-Generator da unterbringen. Kohlekocher. Hey. Brauchst du einen? Nein. Hat einen. Na doch, hat gepasst. So. Okay. Weg. Noch einmal das drauf. Ah, du holst von da oben. So. Holst das rüber. Jetzt brauchen wir noch mehr Fließband von da drüben. Daher. Soll ich. Kannst du direkt an die Decke pflastern? Es wird sowieso demnächst durch Rohre ersetzt. Okay. Das müsste gehen. Ja. Ich hab's noch nie probiert, aber ich glaube. Ja. Drehen muss es. Das halt kann ich machen, ja. Okay. Ja, sie drehen sich schon brav mit. Das nehmen wir weg. Ja, jetzt die dreht. Ich
brauche noch Fließbänder. Ah, okay. Ich bastle noch schnell welche und dann... Ups, 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 ups. So. Meine letzten. So, wir haben ja genug Material schon gesammelt. Ne, darum baue ich auch keine mehr. Ich habe jetzt die letzten verbraucht, weil wir kriegen jetzt dann genug, die frei werden. Mhm. Und Fließbänder. So. So, ich werde dann schon mal den da mit angereicherter Kohle versorgen und nicht anschließen. Einen Moment. Einen Moment. Ah. Wo bin ich? Da. So, geht. Aber dann frisst er nicht gleich so viel. Wobei, schau mal nach unten, wir haben genug. Ja schon, aber sonst läuft ihm da die Zeile. Mhm. Und so steht den schön. Schön voll. Passt. Ich glaube. Er tut auch schon. Jupp. Da laufen schon die ersten Blöcke. Da sind schon welche drin. 10 Stück. So, cool. Da drüben läuft Nickel rein, die Straße ist so leider leer. Ja. Nein, ich muss den Nickel wieder raufholen. Mhm. Beziehungsweise suchen, ne? Nein, ich hab schon. Ah, hast du schon gefunden? Ja, ja. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen den Block. Der ist schon für die Transportpipe. Sehr gut. Hast du die jetzt gestipitzt? Ja. Und woher nimmst du das Crystal Deposit? Shit. Ich wusste, ich hatte was vergessen. Sollst du wieder geben? Nein. Ich leg das Crystal Deposit rein in das händische Storage und dann kannst du welche bauen. So, ich nehme da nur kurz die Dings raus, dass uns das da nicht voll läuft, die Bahn. Mhm. Ich habe. Ich muss sowieso runter, kann mir wieder eines holen. Okay. Händische Storage, Treffpunkt. Ja. Ich nehme da. Ich leg da noch etwas rein. Achso, das. Hm. Okay. Sehr schön. So. Dann nämlich schon beginnen, die Transportwege aufzubauen, von den Smeltern abwärts. Von den Smeltern abwärts? Ja. Okay, das heißt... Zu den einzelnen Lagerflächen. Nach vor bis zur Wand und dann dort einen Hopper setzen und dann runter, ne? Genau. Mhm. Alles klar. Unten wieder einen Hopper, wo es dann rauskommt. Genau. Passt. 200 noch und ich habe 2000. Passt, danke. Nein, da kommt noch was. Da, wie viel kommt denn noch? Na, 7500 habe ich noch. Okay. Also auf, ich würde sagen, meine 5000 circa runtergehe am ungefähr halb. Und ich nehme dann schon wieder was mit. Okay. So, eigentlich könnte dann das sogar mehr. Kann ich anständig bauen, ja. Ja, das heißt gerade nach vor und dann runter. Und wenn wir die Hopper kann ich ja gleich dran setzen für die Bahn. Bis nach hinten, oder? Ja. Was für die Bahn? Für die Erze. Ah, okay. Und auf Achso, die Bahn dann auch runter ins Bahnlager. Ja, so, das ist momentan. Also, momentan ist jetzt einmal wichtig, dass wir zu den Erze über runterkommen. Okay, dann mache ich mal Erzlager rauf. Genau.
dass wir zu die Förderer praktisch die Rohre haben. Dann brauchen wir das nicht mehr in die Scherung schicken. Okay. So, du müsstest jetzt fast 5000 haben, 4,6 oder 4,6 so. 4,6 habe ich, ja. Ja, passt. Okay, dann kannst du schon mal ein bisschen dann was schauen. Schauen wir mal. So, und wir machen uns nochmal auf den Weg nach unten. Transport Pipes. Crafting. Ja, Hardened Machine Block brauchen wir sehr viel. Soll er Essen nochmal mit draufbringen? Ja, nimm mit, was du tragen kannst. Ja, Platz müssen wir auch haben. Mhm. Draußen die Zelle, die ist jetzt ziemlich voll gewesen, also das müssten wir dann in der Mitte rein. Okay. So, ich habe einmal was mit. So, da aber. Lithium. So, wie viel habe ich jetzt? 79. Da kann ich ja mal beginnen zu arbeiten. So, wo lege ich mir das hin? Müssen wir dann irgendwann einmal da draußen aufbauen, dass die diese, dass wir da so automatische Dinger anbringen, die das einsammeln. Ah, okay. Naja, bei den Tunnel-Nuker kommt ja nichts runter. Ah ja, stimmt. Gut so. Die verlieren ja leider nichts. Gut, ja. So, dann haben wir da Lithium nochmal. So, dann haben wir da unsere Crystal Deposit Produktion. Räumen wir auch gleich mal wieder aus. Das stimmt. Jetzt runter zum Nickel. Ich fürchte ja, dass das neue Nickelvorkommen auch nicht allzu groß ist, weil zumindest beim Scannen hat es nicht wirklich groß gewirkt. Das heißt, das ist ein richtiges Problem, das Nickel. Naja, Problem nicht, aber nachdem wir diesen Filter noch nicht so lange haben,
Jetzt habe ich nur auf der Höhe gesucht und da sind die Vorkommen von Titanium und von Nickel noch nicht so groß. Ich glaube, da in der toxischen Kaverne, wo wir jetzt erst unten waren, auf der Tiefe, sind sie dann schon richtig groß. Ja, gleich dann einmal die Laser weiter verlängern, aber ich glaube, die werden wir jetzt dann erweitern müssen auf die blauen. Okay. Die schon langsam hängt da einiges herum, was da sagt. Ja, es wird halt immer mehr, was man anhängt. Wo waren wir da jetzt? Da noch vor, genau. Das ist ja alles auf der gleichen Seite angehängt. So. Gut, ich wäre jetzt... Titanium. Da habe ich auch schon noch einmal Titanium gefunden. Im Zinn. Da haben wir es, Nickel. Sehr schön. Da kommt das Zinn hin. Eins, zwei, drei, vier. Drei frei. Passt perfekt. Wir haben unten das nächste Zinnvorkommen. Moment. Ja, doch. Hier. Ist das Inventar schon wieder voll? Weggehen kann, oder? Cool. Ja, nächster Step wird sein, dass wir einerseits jetzt die Energieversorgung dann nach unten ziehen, bis zu der toxischen Kaverne. Da unten eben die größeren Vorkommen anzuzapfen. Das zweite, den Lift auszubauen, bis darunter. Mhm. Und die Transportwege anzulegen. Die also, Transportwege Ziel ist es, bis zum Titanium runter, also bis zu den toxischen Kavernen, diese Transportpipes aufzubauen. Und dann unterhalb von unserer Base mit einem richtigen Tunnelnetzwerk die ganzen Erze halt rauszufördern, die so in näheren Umfeld sind. Das geht sich aus. So, dann geht's darauf. Wie schaut es mit der Zeit aus? Ich habe nicht gleich geschaut. Ja, wir sind leicht über die 20. Okay, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ja, Daumen hoch und wir sehen uns wieder, wenn wir alles weiter ausbauen. Bis dahin, ciao. Tschüss.